TV beim Verbandswochenende der Jusos Baden-Württemberg und sprechen nun mit Iski Demir, stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Baden-Württemberg, und sie wird uns erzählen, was das ganze Wochenende hier über so abgeht. Hi Iski. Hi André. Wir sind hier in Freiburg. Freiburg ist das Zentrum von Baden-Württemberg für 2 Tage für die Jusos, weil wir haben hier unser 2. Verbandswochenende. Wir diskutieren über neue Gerechtigkeit, haben ganz tolle Experten, sowohl externe, aber auch interne Mandatsträger da, und haben ganz tolle Workshops und viele Praxisbeispiele schon festgehalten, damit wir diese auch in den einzelnen Kreisverbänden dann umsetzen. Wir sehr wertvollen Input von unseren Experten. Zum Beispiel war diesem Verbandswochenende Peter Simon da oder Harald Christ. Und wir haben natürlich diese Ideen aufs Papier gebracht, haben diese aufgeschrieben in kleinen Gruppen in Form von Word-Cafés und haben unsere neuen Ideen auch mit den Jusos diskutiert, auch im großen Plenum. Das Verbandswochenende mit fast 80 Jusos hier in Freiburg hat wirklich gezeigt, dass wir der Innovationsmotor der SPD sind, und wir haben so richtig Bock auf den kommenden Bundestagswahlkampf.